Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Tuma. Bei mir gibt es Tipps, Tricks, Guides, wie auch den Platin Guide und auch den Platin Workthrough im Livestream hier auf meinem Kanal. Doch heute dreht sich alles um. Checkt gerne auch dieses Video aus, das war das letzte Video, was ich dazu gemacht habe. Und damit ihr gar nichts mehr verpasst, würde ich mich mega über ein Abo freuen. Checkt gerne auch dieses Video hier aus, das ist ein Video zu einem anderen Blockbuster hier auf meinem Kanal. Und wie sage ich immer so schön, bleibt gesund und semper fi. Nach dem Intro geht's los. Let's do it. This is the future. This is the future. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu meinem zweiten, Erklärbar-Video, mein zweites Bildvideo. Das ist meine Bordeaux. Das ist ein episches Schiff, aber sie ist einfach meisterhaft ruhmvoll. Ja, so heißt das Bild, meisterhaft ruhmvoll. Ich erkläre es gleich. Doch jetzt auch, wie bei meinem anderen Video, das könnt ihr euch später auch anschauen, da habe ich es etwas ausführlicher gemacht, beginnt alles mit den Monolithen, meine lieben Freunde. Mit den Monolithen, wir müssen die Monolithe, das heißt den Ausbruch der Archimens, müssen wir zerstören. Das ist der Anfang. Ohne das funktionieren die ganzen Builds einfach nicht. Weil dort bekommen wir Risikogebiete, also Karten, wo nachher ein Risikogebiet ist, legendär, die brauchen wir. Und wir bekommen Reliquien, damit wir nachher wirklich ins Endgame kommen, also ins Endgame kannst du auch so, aber damit du immer eine Garantie für eine legendäre Waffe oder ein legendäres Modul hast. Okay, so, ich würde sagen, wir fliegen da jetzt mal hin. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, schreibt ihr oder spielt ihr mit Builds oder ohne Builds, wie ist eure Zusammenstellung? Ich bin da super gespannt, weil es lässt echt viel mit sich machen und ich freue mich mega auf Titans. Verfolgt natürlich da auch meinen Livestream. Ich kläre das Ding jetzt hier ganz fix und dann guck mal, was wir da an Loot haben, damit ich das euch zeigen kann. Also, bis gleich, meine lieben Freunde. Let's do it. Boom, baby. Springt wieder so eine runde Kiste für mich raus? Ja. Ist das alles, was dich daran interessiert? Ja, Loot. Wir wollen doch Loot haben. So, Reliquienbehälter. Und hier haben wir genau das, was wir brauchen. Gucken wir mal. Genau das braucht ihr. Das braucht ihr, um nachher was ganz Wichtiges zu bekommen. Das erkläre ich euch aber auch gleich. Was, wie, wo, wann, warum. Also, allererster Schritt. Ihr müsst die Monolithe killen. So oder so. Okay. Jetzt würde ich sagen, zeige ich euch das auch, wie das funktioniert. Weil vielleicht wissen es einige von euch, einige andere wissen es nicht. Jetzt aktivieren wir das. Und hier wichtig, bei den Signalgebern ist es wie bei allen Signalgebern, ob das nun legendäre sind oder ganz einfache sind, weil die gibt es ja auch in allen Farben, ne? In normal, in episch und in Abstand oder legen wir los hier, ne? Also, wir aktivieren das. Check, aktiviert, dann auf die Seite und dann Hochsicherheitsgebiet. So, da seht ihr auch. Flinke Feinde, bla bla bla. Ist schon knackig, aber es ist letztendlich nichts anderes für ein Bar machen, weil das, die Builds, die ich vorstelle, sind Endgame-Builds. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt dahin und dann zeige ich euch, was wir dort kriegen. Okay, let's do it, meine lieben Freunde. Lassen wir es knacken und wir sehen uns, im Hochsicherheitsgebiet. Folgt mir auch gern auf Instagram. Dort gibt es immer wieder kleine schöne Reels und natürlich auch ein paar Fotos, die ihr hier auf YouTube nicht zu sehen bekommt. Also checkt meinen Instagram-Kanal aus. So, jetzt kommt gleich der Anführer.
jetzt haben wir das ja alles gerockt, die Bruder. Da hängt noch ein bisschen fest in meinem BMP. Kaboom! Halleluja, Schwester. Okay. Oh, da ist er schon. Halleluja. Jetzt hat Boomer aber ein bisschen geschlafen, oder? Den Anführer machen wir auch ein bisschen platt. Jawohl, sehr schön. So. Ah, Jungs. Erbrüllt euch. Sieht's nicht schick aus. Ha. Ach. Das ist zum Anlegen wie eine Sahneschnitte. Okay. Jetzt haben wir das legendäre Gebiet soweit abgeschlossen. Ne, da kämpfst du halt auch so viel. So, und hier, deswegen fliegen wir hierher. Deswegen. Wegen organischen Deep Space Halbleitern. Ich zeige euch die gleich mal. Die werden wir dann nachher auch beim Craften sehen. Das heißt also, wir gehen hier hin. Genau, organische Deep Space Halbleiter. Die brauchen wir dringend. Die brauchen wir, um das zu craften, was ich vorhabe für die Builds. Für das Build nicht, aber für alle anderen Builds braucht ihr das, sobald legendäre Items dazukommen, weil ich mache hier immer einen Komplett-Guide. Alles klar soweit. Ich würde sagen, wir sehen uns auf Rodia 2. Meine lieben Freunde, lasst mir gerne ein Däumchen oben da. Und ja, was soll ich sagen dazu? Let's do it. Titans come. Checkt auch gerne meine Facebook-Seite aus. Dort teile ich immer neuen Content und kündige auch Livestreams an. Also lasst es krachen und mir dort auch gerne ein Abo da, um immer up-to-date zu sein für Fumas interaktiven Livestreams. So, ja, Trautesheim und nicht ganz allein. Im Kopf sowieso nicht. Haha. Okay, das ist meine Bordeaux. Die Bordeaux habe ich genommen. Das ist eine Striker-Klasse, das heißt ein Jägerschiff, ein mittelklassisches Jägerschiff. Und sie ist ein episches Schiff. Die habe ich genommen, weil es mein erstes selbst gekauftes, gelootetes drin, bla bla bla, ne, erarbeitetes Schiff ist. Ich bin da halt Romantiker, ne, ich mag es halt. Okay, aber Spaß beiseite, gucken wir uns mal das Bild an. Das Bild ist ein rein episches Bild. Das geht aber auch anders. Das hier ist wirklich nur so der erste Entwurf, wo ich sage, Leute, ja, es geht anders, weil ich nicht weiß. Ich weiß was nicht. So, das ist das Prunkset. Das Prunkset besteht aus drei Teilen. Drei Teile, 1, 2, 3. Drei Teile, dann ist es komplett aktiv. Weil ich möchte nämlich auf den dritten Punkt kommen. Jedes ausgerüstete meisterhafte Gegenstand erhöht den Waffenschaden um 2%. Also rechnen wir doch mal. Meisterwaffe, 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, das ist noch leider nicht selber meisterhaft, habe ich so noch nicht gefunden, aber wenn, weil das gehört zum Set, also 14 bleiben wir mal, 16, 18, 20. 20% mehr Waffenschaden. Halleluja, das ist das ganze Geheimnis. Ich weiß halt leider noch nicht, und wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst die Community daran teilhaben, weil man könnte jetzt zum Beispiel drei legendäre Waffen einbauen. Halleluja. Ja, oder halt je nachdem, welches Teil man hat vom Prunkset, könnte man zum Beispiel hier einen anderen Sensor nehmen oder auch einen anderen Antrieb. Das ist rein episch. So, okay, nur damit ihr das wisst, das Prunkset funktioniert am besten natürlich mit meisterhaften Dingen. Das heißt also, ich bin hier bei 20% mehr Schaden. Na, wenn ihr eins davon habt oder zwei davon habt, jedes ausgerüstete meisterhafte Gegenstand erhöht die Routinenschaden um 2%. Und wenn, na, ich habe also Waffenschaden 20% mehr und 20% mehr Routinenschaden. Okay, und da sind wir ja beim nächsten. Wir sind bei den Routinen. Bei den Routinen habe ich Folgendes. Habe ich ausgerüstet den Vernichter. Das heißt, Belegerkrankung verursacht 20% Bonusschaden für jeden zusätzlichen negativen Stand auf das Ziel. Negativer Stand ist zum Beispiel, tada, EMP. Das heißt also, in Kombination, so wie ich es hier geskillt habe mit meiner Routine, hat 20% mehr Bonusschaden dieser Virus als ganz alleine, weil ich immer ganz sehr häufig den Virus oder erst den EMP-Virus, bam, bam, beide relativ schnell gleichzeitig zünde. Dann natürlich, für mich so als das, aber das ist euch überlassen,
wie ihr das spielen wollt. Habe ich den Minenräumer, ne, also das Raketenabwehrsystem und der Booster, um schnell rauszuboosten. So, jetzt kommen wir aber nochmal zu ein paar anderen wichtigen Dingen. Also, ich habe gesagt, ihr sollt die Obelisken farmen, macht ihr. Ihr sollt in die legendären Gebiete, macht ihr. Und jetzt kommen wir mal zu denen. Die Dinger kriegt ihr in den, in den legendären Hochsicherheitsgebieten. Alles klar, das ist das eine. Die legendären Waffen, ja, die hier, und der ganze legendäre Rotz hier, die bekommt ihr natürlich im Endgame-Content. Und die bekommt ihr, wenn ihr die Obelisken farmt. Bekommt ihr immer dazu. Erkläre ich jetzt aber nicht nochmal zum Endgame-Content. Habe ich schon in meinem ersten Video gemacht. Checkt auf jeden Fall mein erstes Video aus. Die verderbte Läuterung. Oder Läuterung der Verderbnis, wie auch immer. Das ist dieses nette Schiff hier. Wo ist es hin? Lila Larum Löffelstiel. Das ist dieses hier. Ja, genau. Das ist meine verderbte Läuterung. Nice Teil. Aber wir sind bei der Bordeaux. Okay, mir geht es aber jetzt um was ganz Wichtiges. Diese Teile braucht ihr, weil ihr könnt, wenn ihr legendäre Waffen einbaut, und das funktioniert, bei dem anderen Bild funktioniert das, weil ich habe da halt legendäre Waffen. Diese Dinge bekommt ihr auch, wenn ihr Obelisken farmt. Definitiv. Ihr seht, ich habe das alles schon voll. Das heißt, ihr könnt, wenn euch ein Bild fehlt, weil nicht makellos, sondern Reservewaffe auch nicht. Chaos ist ein Bild. Übermächtig ist kein Sturmjäger ist ein Bild, Verderbnis ist ein Bild, Ruf der Sirenen ist ein Bild, Läuterung ist ein Bild und Commander ist ein Bild. Ne, ihr seht hier, mein anderes Bild war Läuterung und Verderbnis. Dazu braucht ihr seht hier unten, organische Deep Space Halbleiter. So, wenn ihr, kann ja auch vorkommen, wenn ihr eine Waffe doppelt habt, könnt ihr die ruhig zerlegen, aber ihr kriegt nur 2 oder 4 Deep Space Halbleiter, also nicht viel, bringt nicht viel. Was ich aber noch sagen kann, das habe ich 100, 300, 100, 100, das ist alles Spaß hier. Noch was ganz Hohes. Ja komm, ich nehme jetzt mal den 500er, normalerweise spiele ich das. Wenn ihr den 500er zerlegt, kriegt ihr Tränen. Diese Tränen könnt ihr nachher benutzen, um, weiß ich nicht, auf 200 zu spielen, aber 500 einzustellen, kostet euch dann also 300 von den Tränen. Ich weiß gar nicht, wie viele Tränen ich habe. Aktuell habe ich 3593 Tränen, also schon eine ganze Menge. Ja, das ist im Groben und Ganzen mein Bild. Jetzt gehen wir nochmal zu den Upgrades. Bei den Upgrades habe ich defensives Massaker, keine Gnade, tödliche Lähmung, Abklingboost, ultimative Ladung ist einfach nur geil. Und Symbiose und Zerstörung, ganz, ganz wichtig. Das ist im Prinzip mein Upgrade. Jetzt haben wir alles. Ich habe euch das Bild erklärt. Ich habe euch die Herstellung erklärt. Wie gesagt, das ist Endgame-Content. Das ist ganz wichtig. Aber für dieses Bild braucht ihr das jetzt nicht, sondern für die legendären Bilder. Inventar, bla bla. Schiff habe ich euch erklärt. Die Routinen habe ich euch erklärt, weil ich muss ja nochmal durchgehen, nicht, dass ich irgendwas vergesse. Ja, gut. Das war im Prinzip soweit mein Bild. Von meiner, von dem meisterhaften Ruhm. Ich find's geil. Also ihr könnt natürlich auch ein legendäres Schiff nehmen, ne? Das ist keine Frage. Ihr müsst jetzt nicht ein episches nehmen. Ich, für meinen Teil, ich hänge einfach an der Bordeaux 3. Ist mein erstes episches Schiff, was ich mir im Spiel selbst gefarmt habe. Bin halt hoffnungsloser Romantiker. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Von meinen Builds. Hat dir mein Video zu Everspace 2 Titans gefallen? Dann lass mir gerne ein Däumchen oben da. Check hier meine Playlist mit allen Tipps, Tricks, Guides, alles was du brauchst rund um Everspace 2. Und natürlich, wenn du mich in meinem interaktiven Livestream besuchen willst, dann hier ist meine Playlist dazu. Über ein Abo würde ich mich mega freuen. Bis dahin, meine lieben Freunde, guten Flug und bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video.